Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute gern mein neues Videobearbeitungsprogramm, mein neues Schnittprogramm vorstellen. Ist ja überhaupt nicht eigentlich Thema meines Kanals, aber ich finde YouTuber, die so Technik-Sachen, PC-Sachen nicht als Thema haben, sollten das viel öfter machen. Das hilft anderen YouTubern oder andere Leute, die sich ja, dafür interessieren, Videos zu machen, einfach gute Programme zu finden. Ich habe auch immer jetzt das Programm unten in der Infobox jedes Videos verlinkt. Ich habe da auch meine Kamera verlinkt, obwohl ich die euch nicht empfehle zum YouTuben. Ich bin auch gerade aktuell auf der Suche nach was Neuem. Aber ich habe so viele Punkte im Kopf, was die neue Kamera können soll, dass es schwierig ist, jetzt ein geeignetes Exemplar zu finden. Das wird also noch ein bisschen dauern. Aber ich habe mich schon mal insoweit weiterentwickelt, dass ich ein neues Schnittprogramm habe. Und zwar ist das von Magix das Video Deluxe 2016 plus das perfekte Videostudio inklusive New Blue Titler EX. Wisst ihr Bescheid? Wie gesagt, ist unten in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Erstmal meine Geschichte, wie ich zu diesem Programm gekommen bin. Ich bin langsam so an die Grenzen. Ich habe ja im Vorfeld immer mit Windows Movie Maker geschnitten. Und ich bin einfach an meine Grenzen mit diesem Programm gestoßen. Ich wollte mehr, als das Programm konnte. Oder ich wollte Besseres. Voice-Over ist mit dem Movie Maker echt nicht so schön zu machen. Man kann den Ton von dem Video nicht ordentlich regeln beim Movie Maker. Ich kann kein Bild in Bild zum Beispiel machen oder Video in Video. Was mir sehr wichtig war, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Und ja, ich bin einfach an meine Grenzen gestoßen. Und mir wurde das Video Deluxe schon ein paar Mal von anderen YouTubern empfohlen. Warum ich es mir letztendlich dann aber bestellt habe, war, weil mein Schwiegerpapa das hat. Die schneiden immer ihre Urlaubsvideos damit. Und er ist halt kein Mensch, der sich mit PCs auskennt. So null. Und ich dachte, wenn er es versteht und wenn er es richtig gut auf die Reihe bekommt, dann schaffe ich das auch. Weil ich bin sehr, sehr ungeduldig. Wenn ich ein neues Programm habe, dann muss ich das für mich erschließen. Das muss alles logisch dargestellt sein, wie das jetzt funktioniert. Ich will da nicht ewig lang rumklicken müssen, irgendwelche Anleitungen lesen müssen. Das nervt mich, da verliere ich die Geduld und dann gehe ich doch wieder zu meinem alten, wesentlich einfacheren Programm zurück. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ein neues, gutes Programm, aber eins, was sich wirklich von vornherein von selbst erschließt, was total logisch ist. Und ich hatte es mir halt bei meinem Schwiegerpapa angeguckt und fand es halt richtig, richtig gut. Und ich weiß jetzt auch, wenn ich eine Frage habe, kann ich zu ihm kommen und ihn fragen. Ich weiß, es gibt zu dem Programm einige Tutorials auf YouTube, wo ich dann nachgucken kann, wenn wir halt so nicht weiterkommen, weil ich möchte einfach auch in keinem Handbuch lesen. Dann schaue ich mir doch lieber ein Tutorial an und mache das so Schritt für Schritt mit. Und so bin ich halt auf dieses Video Deluxe quasi ja gekommen. Und jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass auch ganz, ganz viele andere das benutzen. Viele fotografieren ja, wenn sie ein Video bearbeiten, ihren Bildschirm und posten das auf Instagram. Und jetzt im Nachgang weiß ich, dass es dieses Programm ist, weil ich jetzt halt weiß, wie es aussieht. Leute, schreibt es doch dazu. Es ist immer interessant zu wissen, mit welchen Programmen andere zufrieden sind. Und bevor wir jetzt gleich einen Blick in das Programm werfen, lese ich euch so noch ein bisschen was vor, dachte ich. Und zwar die Highlights. Umfassender Action-Cam-Support. 360-Grad-Editing, konfigurierbarer Effektblenden, das war mir halt auch wichtig. Also, ich habe ja wenig Effekt in meinen Videos, weil ich es straight mag. Ich mag auch diese harten Cuts. Manu zum Beispiel mag meine harten Cuts, die ich in den Videos mache, nicht. Er fände es zum Beispiel schöner, wenn wie Buchseiten umblättern oder so. Das ist halt immer Geschmackssache. Und deswegen würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal schreibt, ob ihr die harten Cuts mögt oder ob ihr lieber leichtere Übergänge sehen wollt. Natürlich mache ich die Videos im Endeffekt so, dass sie mir gefallen, aber wenn ihr jetzt sagt, die harten Cuts, das gefällt euch persönlich gar nicht, ihr mögt sanftere Übergänge lieber, dann kann ich ja so ein Mittelding irgendwie finden, weil ich mache die Videos nicht nur für mich, sondern auch für euch. Taktbasierter Videoschnitt, moderne Titelvorlagen, verbesserte Objektverfolgung, Decoding, HEVC-Import, fragt mich nicht, was das heißt. Perfekte Bildstabilisierung mit ProDAT Mercury V2-Technologie. Aber ihr habt es mal gehört.
Ja, Actioncam-Unterstützung importieren ist wirklich richtig, richtig einfach. Umfangreiches Composing exportieren ist auch, hat man auch ganz viele Varianten, in welchen Dateiformaten man es exportieren kann. Stilvoll inszenieren, Ton angeben, klingt einfach gut, keine Störgeräusche, automatische Lautheitsanpassung und echter 5.1 Surround Sound. Genau, das ist halt auch das Schöne im Programm, man kann direkt im Programm den Ton aufnehmen. Also man braucht nicht noch ein extra Programm, mit dem man den Ton aufnimmt und das dann wieder erst importiert. Man kann das direkt im Schnittprogramm machen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das vereinfacht einem einfach auch vieles. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach mal direkt einen Blick in das Programm. Wir werfen jetzt mal einen Blick in das Programm. Am Anfang öffnet sich dieses Fenster. Da kann man entweder ein vorhandenes Projekt aufrufen, wenn man da halt quasi noch in der Bearbeitung ist. Oder man erstellt einfach ein neues Projekt, kann dem natürlich einen Titel geben, hier verschiedene Einstellungen gleich noch vorauswählen. So, und dann habt ihr hier oben etwas, das ist natürlich für den Anfang ganz, ganz wichtig, und zwar der Import. Da könnt ihr eure Videodateien, Bilddateien, Tondateien, das könnt ihr alles importieren. Und da suchen wir uns jetzt einfach mal ein x-beliebiges Video raus. Und das klicken wir dann einfach an und ziehen das hier unten in die erste Spur. Ich habe bisher maximal mit 4 Spuren gearbeitet. Da hatte ich dann zum Beispiel in der zweiten Spur noch Videos, die ich dann Bild in Bild eingearbeitet habe in das obere Video. In der dritten Spur hatte ich dann zum Beispiel noch eine Tonaufnahme von mir. Und die vierte Spur war dann noch ein Musiktitel. Mit mehr Spuren habe ich bisher nicht gearbeitet. Das wird mir auch, denke ich, ausreichen. Hier seht ihr dann natürlich die üblichen Leisten, Play, Stop. Übrigens könnt ihr euch hier auch noch die Ansicht verändern, je nachdem, wie es euch lieber ist, was ihr wollen würdet. Effekte brauche ich relativ oft. Wie gesagt, wenn ich Bild in Bild mache, das finde ich ist ein richtig toller Effekt. Wenn man zum Beispiel eine Kooperation mit anderen YouTubern hat, kann man da Bild in Bild einen Videoausschnitt von denen zum Beispiel einblenden. Das finde ich immer ganz toll. Über den Import, wie gesagt, könnt ihr euch alles sofort in die Spuren ziehen. Das ist halt super praktisch. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen würde, ist, euch die Pause-Taste auf die Leertaste der Tastatur zu legen. Und zwar geht ihr dazu auf Datei, Einstellungen, Programm und dann müsst ihr einfach nur hier bei Verhalten Leertaste den Haken im Kästchen setzen, Leertaste stoppt an aktueller Spielposition. Das macht sich für mich einfach immer ganz praktisch, das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten hexe ich gar nicht so viel mit dem Programm rum. Was ich halt mache ist natürlich ganz einfach meine Videos zu schneiden. Was ich hier schön finde ist, dass man den Ton des Videos noch super anpassen kann. Das war zum Beispiel etwas, was mir beim Movie Maker sehr gefehlt hat, weil ich da den Ton einfach nicht nachbearbeiten konnte. Hier kann man den Ton noch super bearbeiten. Wie gesagt, ihr könnt eure eigene Tonspur noch drauflegen, ihr könnt Musik drauflegen. Was ich halt schon sehr oft gemacht habe, ist dieses Bild in Bild, was ich auch super finde. Ist ein ganz, ganz toller Effekt. Ansonsten spiele ich ja nicht so viel mit meinen Videos rum. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt hier ganz viele Sachen noch einblenden. Bei den Effekten könnt ihr ganz, ganz viel entdecken. Das ist halt auch schön. Ihr könnt dann immer wieder Neues ausprobieren, probieren, ob es zu euch und eurem Kanal einfach auch passt. Und einfach so ein bisschen rumspielen. Das war also Video Deluxe 2016 Plus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch das Programm natürlich unten in der Infobox und bin gespannt zu hören, welche Videobearbeitungsprogramme ihr so benutzt und empfehlen könnt.